Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Painting-Tutorial. Einen großen Dank an Vallejo und an Warlord Games Germany für die Unterstützung dieses Videos. In diesem Video bemale ich ein Bolt Action Panther Ausführung A. Hier die Liste der benötigten Farben und Zusatzmaterialien. Nachdem das Modell schwarz chromiert wurde, arbeite ich mich vorsichtig mit Vallejo White Primer zu einer monochromen Farbmodulation vor. Das Ziel ist, eine Grundlage mit Licht und Schatten zu schaffen, auf die später die Grundschicht aufgetragen wird. Die Bereiche, die später dunkel werden, sprühe ich mit Chocolate Brown. Dadurch wird später die gelbe Grundschicht nicht grünlich auf der schwarzen Grundierung wirken. Die gelbe Grundschicht ist ein stark verdünntes Dark Yellow. Wichtig ist, in einer dünnen Schicht zu sprühen, um die Bereiche nicht zu fluten. Auch soll die monochrome Basis voll zur Geltung kommen. In den helleren Bereichen trage ich ein 1:2 Mix aus Dark Yellow und Ivory auf. Einzelne Elemente im Modell, wie zum Beispiel Luken, kann man durch die hellere Farbe gut hervorheben. Mit Ivory setze ich schließlich die Lichtpunkte im Modell. Die Tarnflecken werden mit Red Tail Light und anschließend mit Camo Green gesprüht. Auch hier sollte man die Farbe gut verdünnen und die Airbrush auf einen geringen Luftdruck setzen. Nachdem alles durchgetrocknet ist, wird das gesamte Modell mit Vallejo Gloss Varnish überzogen.
Ich überziehe das gesamte Modell mit einem AK Interactive Animal Wash. Dark Yellow for German Vehicles eignet sich sehr gut für einen dunkelgelben Untergrund. Die Panzerketten wurden mit Vallejo Natural Steel gebürstet und bekommen einen Anstrich Light Rust Wash. Wenn die Tuschen getrocknet sind, kann man mit einem sauberen Tuch und etwas White Spirit alle Oberflächen säubern. Mit einem feinen Pinsel und Schwarz imitiere ich abgeplatzte Farbe. Hier und da wird auch noch ein Schwämmchen zum Einsatz kommen. Auch kann man einzelne Vertiefungen blacklinen, um sie somit hervorzuheben. Nach diesem Schritt werde ich alle losen Teile zusammenkleben. Mit weißer Revellfarbe akzentuiere ich einzelne Kanten und Elemente. Schließlich wird das Modell mit Liquitex Matte Varnish lackiert und alles ist fertig. Ich entschied mich, den Laufrädern keine Tarnflecken zu geben, um etwas Abwechslung im Modell zu schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal, schreibt mir gerne Kommentare und bis zum nächsten Mal.